Dann ist offenbar Nacht geworden. So, wen haben wir hier denn noch? Hey! Fusehime. Oh, das ist aber Pech. Ich wurde besessen, als ich für einen kurzen Moment in meiner Wachsamkeit nachließ. Und ich hatte mich so bemüht, das Dorf zu beschützen. Und jetzt soll es zu einer schrecklichen, verfluchten Zone werden. Aber leider, meine Kraft, sie schwindet. Alles ist verloren. Was ist passiert, Schätzchen? Oh. Wer bist du denn? Ah. Ein neuer Gegnertyp. Ein pinker Teufel? So, so, du solltest kein Problem darstellen. So. Dich kann ich auch aus der Luft holen und fertig machen, aber du hältst eine ganze Menge aus. Das muss ich dir mal eingestehen hier. Und du nervst da hinten. Hör mal auf, dir auf den Arsch zu klopfen. So. So, komm. Piss dich mal. Zack, zack, zack. Na, endlich. Ja, keinen Schaden genommen, aber dafür extrem lange gebraucht. Ist auch nicht uncool. Aha, wo kommt das auf einmal her? Huh? Bin ich von dem bösen Fluch befreit worden? Du hast mich gerettet, aber ich weiß nicht wie. Was verdammt nochmals passiert, eure Süßheit? Ihr seid mit meiner Familie... seid ihr mit meiner Familie dem Haus Satomi vertraut? Nein? Ich kann sehen, dass ihr es nicht seid. Aber trotzdem könntet ihr mir einen großen Dienst erweisen. Wollt ihr euch anhören, was ich zu sagen habe? Na klar. Oh, danke dir. Ich bin Fusehime, Priesterin des Windschreins. Ah. Hallo, Priesterin Fusehime. Der Windschrein steht dort oben auf dem Kamiji-Berg. Kasegami, der Gott des Windes, wird hier verehrt. Der Wind, der von dort weht, hält die Monster von hier fern. Bekannt als göttlicher Wind ist er unser verehrter Beschützer. Aber eines Tages hat er aufgehört zu wehen. Und das hat den Monstern ermöglicht, sich in unserem Dorf zu schleichen. Sogar ich, die letzte verbleibende Priesterin hier, wurde beinahe erschlagen. Dieses schreckliche Monster steckt hinter alledem. Gut, dann wollen wir dir nochmal ein Ende bereiten. Wollt ihr den Rest meiner Geschichte hören? Es gibt nur eine Erklärung dafür, warum der göttliche Wind aufgehört hat. Es ist dieses schreckliche Monster Rothelm. Diese Bestie lebt nun im Windschrein. Die Monster in diesem Gebiet stehen alle unter der Kontrolle von Rothelm. Seitdem dieser in der Taka-Ebene vor 100 Jahren erschien, meine Familie, das Haus Satomi, Bewahrer des Windschreins, bekämpfte diese Bestie und sein Gefolge schon seit damals. Aber letztes Jahr griffen die Teufel an und töteten den Oberpriester, als dieser durch eine Krankheit geschwächt war. Und so fiel der Windschrein in ihre Hände. Ich kann mich erinnern, das schon einmal gehört zu haben. Das war eine große Geschichte hier in der Gegend. Wenn ich nur Rothelm bezwingen und den Windschrein befreien könnte. Aber ich kann nicht die Sperre des Bösen erwinden, die jeden daran hinderte, den Schrein zu betreten. Es gibt jetzt nur noch eine Hoffnung. Nur die Krieger, die dem Haus Satomi dienen, können diesen Fehler richten. Okay, und wer soll das sein? Unsere einzige Hoffnung, Rothelm zu besiegen, sind die Satomi-Hundekrieger. Die Satomi-Hundekrieger haben den Schrein beschützt und dem Haus Satomi seit Ewigkeiten gedient. Aber leider sind sie jetzt über ganz Nippon verstreut. Um Gottes Willen. Wenn wir sie wieder vereinen könnten, dann wäre die Sperre zu durchbrechen und können wir den Schrein durchbrechen und die Barriere durchbrechen und den Schrein zurückerobern. Wirklich? Warum rufst du dann diese Hündchen nicht her? Ich habe es bereits probiert. Aber ich habe bis jetzt noch kein Wort von ihrer Ankunft gehört. Ich spüre ihre Anwesenheit in der Nähe, aber ich habe sie noch nicht gefunden. Was, wenn sie angegriffen und verletzt worden sind? Oder noch Schlimmeres?
Ich bitte dich, könntest du bitte ihre Aufenthaltsorte aufspüren? Das könnte dir nützlich sein. Oh je. Ja, das macht Spaß. Erhalten einen Hundesucher, jawohl. Ich spüre 5 der Satomi-Hundekrieger hier in diesem Dorf. Sie sind ein temperamentvoller Haufen und Fremden gegenüber nicht sehr aufgeschlossen. Aber sie sollten zu mir zurückkehren, sobald sie den Hundesucher sehen. Der Hundesucher wird euch in die Nähe bringen. Nutzt ihn zusammen mit deiner Stärke, um sie zu finden. Überlasst es nur uns, eure Süßheit. Wir werden sie alle ohne einen Kratzer zurückbringen. Ich kann es kaum abwarten zu sehen, wie sie uns dankt, Emmy. Hehehe. Klar, Perversling. Okay. Ist das jetzt... ja, noch ein normaler Ausschlag, den wir hier hören, glaube ich. Von dem Ding. Und sobald wir uns in der Nähe befinden, geht er halt ab. Und sie sagt, ihr ist aber ganz Nippern verstreut. Ich frage mich, ob Ume einer dieser Hunde sein könnte. Eine verstreute Perle haben wir erhalten. Finde alle verstreute Perlen und erhalte eine besondere Belohnung. Yep, danke. Aber Hauptsache, wir haben schon mal unsere Göttlichkeit wieder. Das hilft uns schon mal weiter. Ich hoffe, die haben wir dann unten auch. Kommen wir hier eigentlich her? Nee, tun wir nicht. Oder? Was? Kommen wir jetzt hierher oder nicht? Ich check's grad nicht. Was passiert, wenn wir hier weitergehen? Kommen wir dann zu dieser Barriere? Da machen wir einen weiteren Schrein. Ah, hier ist ein bisschen Glück. Mal überlegen, wie viele Hunde haben wir denn schon eigentlich getroffen im Laufe des Spiels? Ach, ich vertue mich immer wieder bei den Affen. Also Ume haben wir gefunden. Da laufe ich auf jeden Fall gleich nochmal hin. Und ansonsten fällt mir eigentlich kein Köter ein. Wenn ich mich nicht irre. Kommen wir jetzt hier durch oder nicht? Kommen wir hier durch? Ich hätte jetzt gedacht, das wäre der Weg, den wir noch nicht gehen können, solange wir nicht alle Hundekrieger am Start haben. Das ist der Windschrein, genau. Sollte doch so sein, oder nicht? Ah, da ist es doch. Das meinte ich. Das sieht aus, als kämen wir hier noch nicht weiter. Wer bist du denn? Was ist denn das was ist mit diesem Typen los? Ich kann ja durch ihn hindurchsehen. Yatsu. Wer bist du? Wie kann es sein, dass du mich sehen kannst? Ich bin Yatsu, der hier gebundene Geist und Spuk in der Gegend. Es ist lange her, seit das letzte Mal jemand hier vorbeigekommen ist. Gebundener Geist, Yatsu. Meine Augen haben mir den Dienst versagt. Ich kann nicht mehr sehen. An der Stelle kann ich mit meinem inneren Ohr das Wahre in einer Person einschätzen. Du scheinst eine wundervolle Jungfer zu sein. Was könnte dich bloß in den Windschrein gebracht haben? Du musst diesen Ort verlassen, da es nicht mehr ein Schrein der Götter ist. Er ist nun verflucht und wird von einer schrecklichen Kreatur beherrscht. Hier ist kein Ort für eine gute Jungfer für dich. Gute Jungfer? Spricht er etwa von dir, Verknoll? Das ist das Lustigste, was ich je gehört habe. Was ist das? Es scheint, die Jungfer wird von einem kleinen Wurm begleitet. Wird das Dorf zum Schluss doch noch sein Ende ereilen? Kleiner Wurm? Er sollte damit besser nicht mich meinen. Ja, ist ja gut. Muss ich noch mit dir reden? Der Kamiji-Berg ist der einzige heilige Berg über der Taka-Ebene. Er ist der Ursprung der göttlichen Winde, die einst auf das Dorf herunterbliesen und die Monster fernhielten. Aber der Wind hörte auf, als die Rothimmel und schreien immer, ja komm, die Story kennen wir jetzt auch. Ohne den göttlichen Wind ist das Dorf den Monstern ausgeliefert. Aber der göttliche Wind war nicht der einzige Verlust, der uns ereilte. Dieser Schrein enthält den Lindwurmkristall. Den wollte doch Wacker haben. Sehr gut. Man sagt, er habe die Macht, den Fluch des achtköpfigen Lindwurms zu brechen. Warte, das war es doch, wonach dieser Möchtegern-Prophet gesucht hat, genau. Natürlich weiß niemand, ob er wirklich diese Kräfte hat. Wie auch immer, der Windschrein wird von Rothelm beherrscht. Ja, alles klar. Wir müssen dann also offenbar zu Rothelm, aber erst brauchen wir unbedingt die Hundekrieger
vereint. Um diesen Schrein durchbrechen zu können. Und die müssen wir halt erstmal finden. Und das wird unsere nächste Aufgabe sein. Diese Hundekrieger zu finden. So. Dann, aber diese Priesterin hat ja gesagt, dass man diese Hundeviecher... Kann ich ja eigentlich runterspringen? Sieht jetzt gerade nicht so gesund aus. Irgendwie im Dorf verstreut rumstreunern. Vielleicht haben wir da doch eine Chance, dass wir nicht allzu weit laufen müssen. Dass Ume vielleicht wenigstens nur der weit entfernteste Köter sein sollte, den wir brauchen. Na, komm schon hier rüber. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Denn ich werde an der Stelle einen kleinen Cut machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid dabei, wenn wir in der nächsten Folge die 5 Hundekrieger zusammensuchen. Und bis dahin sage ich einfach mal, tschüss.